Guten Tag, meine beiden Zuschauer. Ich habe beim Aufräumen und beim Verlegen dieses wunderschönen Teppichs eine Kiste mit alten Videospielen von mir gefunden. Das sind längst nicht alle, die ich mal besaß, aber die aus irgendeinem Grund haben die überlebt. Und ich habe auf Twitter gefragt, ob ich die dann einfach mal in die Kamera halten soll und dazu was erzählen soll, was ich denn früher so gespielt habe. Und über 30 Leute haben gesagt, ja, mach mal. Und ja, für Twitter-Verhältnisse ist das schon ziemlich viel Reaktion. Und deshalb mache ich das mal. Aber nicht nur einfach so, sondern ich dachte mir, ich gucke auch raus, wie teuer sind diese Spiele heute auf eBay und blende noch ein bisschen von YouTube zusammengeklautes Videomaterial ein, damit ihr auch ein bisschen was von den Spielen habt. Denn ich glaube, es sind auch ein, zwei drunter, von denen habt ihr vielleicht sogar noch nie gehört. Wir gehen mal zuerst alle meine Super Nintendo-Spiele durch und danach alle meine N64-Spiele. Das erste Spiel ist Donkey Kong Country, Dixie Kongs Double Trouble, Donkey Kong Country 3. Boah, sind viele Wörter. Na gut. Es ist der dritte Teil der Donkey Kong-Serie für den SNES und es ist eines meiner Lieblinge, würde ich sagen, aber es ist auch das, welches ich als Kind am meisten gespielt habe. Was ich doof fand an dem Spiel ist, dass es keinen Donkey Kong mehr gab, aber dafür gab es ja, ich weiß nicht, es ist Tiny Kong? Kiddy Kong heißt das hier. Kiddy Kong. Und du hörst auch schon, da drin ist, das Spiel ist drin. Mal gucken. Ja, nur das Spiel. Zack. Geil, ne? Ich hatte als Kind aus irgendeinem Grund die wahnsinnig gute Idee, diese weißen Innendinger alle wegzuschmeißen, weil das war ja nur Pappe. Ja, richtig schlau, Tom, aus der Vergangenheit. Deshalb sind die eigentlich alle nicht mehr so viel wert, wie sie hätten sein können. Und das Spiel Donkey Kong 3 ist heute auf eBay, wenn man es in einem vernünftigen Zustand halt immer hat, ungefähr 20 € wert. Ja, gut, gehen wir mal zum nächsten Spiel. Das kennen wahrscheinlich alle. Auch hier ist natürlich alles wieder in einem unglaublich schlechten Zustand. Es ist The Legend of Zelda: A Link to the Past in der Super Nintendo Super Classic Serie. Schon damals hat Nintendo sowas gemacht, dass die Spiele, die sich richtig gut verkauft haben, nochmal extra ein bisschen günstiger rauskamen mit einer neuen Verpackung. Und da habe ich dann auch zugeschlagen und mir Zelda gekauft oder kaufen lassen, war es ja damals eher noch. Und am Anfang mochte ich die Zelda-Serie überhaupt nicht, bis ich dann Ocarina of Time mal selbst ein bisschen gespielt habe und dann fand ich es irgendwie auf einmal richtig gut und dann musste ich alle alten Zelda-Teile, die es bis dahin gab, auch nachholen, was aber tatsächlich Jahre gebraucht hat, bis ich dann auch die NES-Teile nachgeholt habe, weil die sind wirklich schlimm. Ja, Link to the Past sollte jedem ein Begriff sein. Dafür kriege ich heute auf eBay vielleicht noch so um die. Oh, tatsächlich. In einem guten Zustand natürlich. Und der jetzt nicht mehr. Aber man kriegt ja bis zu 70 € für. Das ist schon mal ganz ordentlich. Na gut. Jetzt kommt ein Spiel. Da. Also, wenn du davon schon gehört hast, ist echt ein Wunder. Fun Games, Paint Games Music Style. Das ist ein Spiel. Man muss dazu sagen, ich hatte ganz, ganz lange keinen Rechner. Ich habe erst mit 14 anstelle von Jugendweihe und Konfirmation habe ich einen Rechner geschenkt bekommen. Da war ich sehr mit einverstanden. Und vorher hatte ich nur dieses Spiel und man eigentlich habe ich nur das Paint-Modul da drin benutzt, also den Zeichenbereich. Und da konnte man in fitzliger Kleinarbeit Pixelgrafiken zusammenbauen. Das heißt, man hatte so eine Art Stempel. Da konnte man die Pixel einzeln setzen und dann konnte man den Stempel verwenden, um darauf auf einem Zeichenblatt zu stempeln. Und da habe ich stundenlang Pixelgrafiken gemacht, die ich dann, weil man konnte ja nicht speichern, mit einem Videorekorder aufgenommen habe. Diese Videokassetten existieren allerdings nicht mehr. Leider, leider. Da habe ich wirklich, wirklich viele, viele Stunden mit zugebracht, einfach nur Pixelgrafiken zu machen. Und die sahen alle scheiße aus. Das muss man dazu sagen. Für Fun Games kriege ich heute noch auf eBay 15 € ungefähr. Und es hat auch nicht viel mehr in Mark gekostet. Es war wirklich günstig, habe ich im Woolworth irgendwie mal gekriegt. Fand ich gut. Jetzt kommt wieder ein Spiel, das sollte eigentlich jeder kennen, der sich ein bisschen mit der Super Nintendo-Historie auskennt. Es ist Super Mario World 3 Yoshi's Island. Was haben wir da noch? Die Anleitung ist noch drin im Spiel, aber das weiße Inlay ist natürlich nicht mehr drin. Geil, Tom. Ein sehr, sehr schönes Spiel und vielleicht ist es sogar das beste Super Nintendo-Spiel. Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Es ist unglaublich liebevoll
Es reizt das SNES und den FX-Chip und was man da alles hat, ziemlich gut aus. Es ist sehr schwer, wenn man alles erreichen möchte. Und das habe ich wirklich richtig, richtig doll und lange gespielt. Und ich glaube, ich habe es sogar komplett, also mit allem Drum und Dran, was es so gab. Alle Nachfolger von Yoshi's Island kamen nicht mehr, meiner Meinung nach, an die Qualität des Super Nintendo-Teils ran. Aber müssen sie vielleicht auch gar nicht. Ich habe jetzt auch die Demo zu Crafted World gespielt und fand das auch sehr niedlich und sehr gut. Aber ob es sich das noch lohnt, dann vielleicht lieber das nochmal spielen, aber vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Na gut. Ich gesagt, wie viel dafür kriege ich? 20 Euro. Jetzt kommt ein Spiel, das ist mein besterhaltenstes Spiel, würde ich sagen. Es hat sogar, mal gucken, es hat sogar noch das Inlay drin und das ist sehr verwunderlich. Es ist Earthworm Jim 2. So, das ist ein Spiel, das habe ich wahrscheinlich nie durchgespielt, denn es ist sehr, 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 sehr schwer. Würde ich jetzt behaupten. Als Kind war es unheimlich schwer. Es ist unheimlich lustig und es gab nie einen echten Nachfolger, glaube ich. Es gab noch einen 3D-Teil fürs N64 und mehr weiß ich leider auch nicht. Earthworm Jim ist ein Shoot and Jump, würde man dazu sagen, welches sich nicht ernst nimmt und sehr, sehr blöd ist. In einem sehr guten Zustand würde ich es fast, aber okay, sagen wir mal, in einem okayen Zustand im Vergleich zu den anderen ist es aber sehr gut. Man kriegt, von wem ist denn das? Playmates von Virgin und Shiny. Die gibt es wahrscheinlich alle gar nicht mehr. Dafür kriege ich 80 Euro. Das ist wahrscheinlich das wertvollste Spiel, was ich hier in meiner Restesammlung übrig habe. Earthworm Jim 2. Jetzt kommt das erste. Also, das waren jetzt meine Super Nintendo-Spiele. Jetzt kommen meine übrig gebliebenen N64-Spiele. Und wir fangen an mit Bomberman Hero. Der zweite Bomberman-Teil fürs N64. Ich hatte den ersten Bomberman-Teil, Bomberman 64, ausgeborgt und wirklich, wirklich oft und lange gespielt, im Singleplayer sowie im Multiplayer. Und dann kam die Meldung, Bomberman Hero, neuer Teil, oh wie geil. Und den habe ich dann hier, seht ihr, im Marktkauf gekauft, der hat mal 95,98 Mark gekostet. Der war durchgestrichen, der Preis, der neue Preis, der steht leider nirgends drauf. Doch, hier hinten. Ich habe es dann für 49,98 gekauft. Und hier steht schon drauf, das Jump'n'Run der neuen Generation. Zahlreiche Adventure-Elemente fesseln auch dich. Und mit dich bin ich gemeint. Und ich habe das Spiel an einem Abend durchgespielt, denn es war nur wenige Stunden lang. Und es war tatsächlich eine echte Enttäuschung. Es war kein gutes Bomberman. Es hatte, vielleicht war, vielleicht, okay, vielleicht ist es sogar ein okayes Spiel, aber es hatte nichts mehr mit Bomberman 64 zu tun. Und das war eine riesige Enttäuschung. Es war null Puzzle, null Nachdenken, nur Bomben schmeißen. Ich glaube, man konnte sogar springen. Schrecklich. Warum ich das noch habe, ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Vielleicht, um mich daran zu erinnern, dass es auch schlechte Spiele gibt. Dafür kriege ich heute noch 25 Euro. Jetzt kommt ein N64-Spiel. Das kennen wahrscheinlich nur wenige. Es ist Rampage World Tour. Das ist eine Umsetzung eines Arcade-Klassikers, den es auch denn auch auf dem SNES und NES gab, glaube ich. Wusste ich aber zu der Zeit nicht. Man ist entweder Godzilla, King Kong oder Riesenratte. Vielleicht ist doch ein Werwolf, ich weiß es nicht. Und macht Städte kaputt. Und das ist die ganze, das ist alles. Mehr macht man nicht. Und ich hatte da auch viel Spaß dran. Man konnte es zu dritt spielen. Und ich glaube, es gab nicht mal Bosse oder so. Man ist wirklich nur von Stadt zu Stadt getingelt und hat alles totgekloppt. In 2D. Mal hinten rauf gucken. Du siehst natürlich jetzt nichts, aber ich sehe. Ja, nee, keine Ahnung. Also, ich glaube, de facto ist es kein gutes Spiel, aber ich hatte sehr viel Spaß damit. Für Rampage würde ich wahrscheinlich noch so 24 Euro bekommen. Kommen wir jetzt zu einem Spiel, das kennen wahrscheinlich viele, die in den 2000ern Videospiele gespielt haben. Lego Racers! Das Rennspiel, in dem man sich sein eigenes Auto zusammenbauen konnte. Und ich habe immer ein Auto gebaut, das einfach nur versucht hat, den maximalen Platz, den man zum Bauen hatte, auszunutzen. Das heißt, ich hatte einen Klumpen. Einfach nur ein großes Viereck, mit dem bin ich dort gefahren. Weil ich glaube, die Teile selbst hatten keinen Einfluss auf das Fahrverhalten, jedenfalls keinen großen Einfluss.
Das war ja, die Verpackung ist auch geil. Pass auf. Geil. Oh, zum Aufklappen, dann kann man gucken und sich das so. Das habe ich auch sehr, sehr viel gespielt. Das wurde letztens auch bei den Nerdstars gespielt, bei Maxi im Retro, in der Retro-Ecke, in der Nerdstalgie. Sehr, sehr geil. Was kriege ich dafür heute noch? 18 Euro. Hat damals bestimmt auch 100 Mark gekostet, oder? Wäre doch Mark, müsste das noch gewesen sein. Kommen wir jetzt zu einem Spiel, da sage ich jetzt einfach mal, das kennt wirklich keiner, außer vielleicht glückliche Zufälle. Es ist Vetrix. Vetrix ist ein Tetris mit Wasser. Ein Wasser-Tetris. Und das wurde niemals wieder irgendwie wiederbelebt und ist ein super Beispiel für ein Indie-Game, was man mal machen könnte. Also du musst mit Tetris-Blöcken auf einem 3D-Feld Berge erzeugen und ab und zu kommt Wasser als Tetris-Block und das Wasser darf nicht runterlaufen. Das heißt, du musst Seen bilden und wenn du den Wasser angehäuft hast, kommt irgendwann ein Komet und damit kannst du Wasser verdampfen lassen, mit so einem Feuerball halt, und kriegst dafür Punkte. Das ist alles. Es ist sehr schwer. Ich habe dem Spiel als Kind nicht die Aufmerksamkeit gewidmet, die es eigentlich verdient hätte. Ich glaube, es ist hier ein sehr, sehr schöner Puzzle-Spiel-Spaß uns allen durch die Lappen gegangen, den man heute durchaus wiederbeleben sollte, aber auch ein bisschen überarbeiten müsste. Vetrix. Auch der Stil des Spiels ist völlig bescheuert, aber die Idee, die ist super. Für Vetrix kriege ich heute noch 20 Euro. Und jetzt kommen wir zum letzten Spiel. Da warte ich ja tatsächlich auch noch, dass jemand, keine Ahnung, sich die Unreal Engine nimmt und einen komplett neuen Teil davon macht. Es gab auf dem Super Nintendo, glaube ich, zwei Teile. Auf dem N64 gab es ein Teil. Es ist Clay Fighter 63 ein Drittel. Ja, witzig, ne? Weil es ist ja für N64. Aber ist aber nicht so richtig 64 anscheinend. Ist nur 63 ein Drittel. Ja. Es ist ein Kampfspiel mit Figuren, die aussehen wie Knete. Und Earthworm Jim, den wir vorhin schon hatten, ist zu Gast. Das ist ein Spiel, das heute sehr, sehr hässlich ist, würde ich jetzt sagen. Und es ist sehr eklig und sehr lustig. Und ich würde echt mir wünschen, dass davon ein neuer Teil rauskommt. Was steht da drauf? Tight Splitting Clay Combat in a 3D World. Ja, genau das war es auch. Bis zu zwei Spieler konnten sich da gegenseitig totkloppen und ich glaube, es gab so um die 12 Charaktere. Das war damals echt gut für solche Spiele. Clay Fighter 63 ein Drittel. Oh, sogar Deutsch steht hinten so ein bisschen drauf. Man konnte die Freiheitsstatue spielen, einen Rambo-Hasen, einen Hund und einen Schaman. Und Boggerman, das ist auch ein Super Nintendo-Spielcharakter hier. Ja, okay. Für Clay Fighter kriege ich heute noch ganze 12 Euro, wenn ich Glück habe. Ja, das waren alle meine Spiele, die ich jetzt noch hier so habe. Ah, kommt mal her hier. Ja, kommt noch mal alle Spieler auf die Bühne. So, da sind sie alle. Eigentlich brauche ich sie nicht mehr. Also eigentlich kann ich sie auch mal verkaufen, aber ich habe sie gefunden, habe mich gefreut und vielleicht ist auch das schon der Wert, den man daraus ziehen kann. Wie kacke die alle aussehen. Außer Earthworm Jim 2. Das sieht noch gut aus. Na, in dem Sinne würde ich sagen, ich hoffe, dir hat meine kleine Zusammenstellung gefallen. Kanntest du alle Spiele? Welche Spiele kannst du überhaupt nicht? Und welche würdest du jetzt noch illegal im Emulator gerne nachholen und dir mal angucken? Wenn ich eine Empfehlung aussprechen dürfte, guck in Vetrix rein, spiel Donkey Kong durch, versuch dich mal an Earthworm Jim. Zelda muss gespielt werden. Und Clay Fighter kann man sich mal ein Video angucken. Und Yoshi's Island sollte man eigentlich auch mal durchgespielt haben. Ja, gut. Tschüss.